Guten Morgen. Ich trage mir eine Gesichtspflege auf. Und zwar ist die von Balea. Das ist die Balea Med. So sieht die aus. Die ist echt nicht schlecht. Also schön reichhaltig, aber nicht zu fettig. Aber das ist wirklich, es fühlt sich eingecremt an. Ich fühle mich wohl damit. Da ist ein Lichtschutzfaktor 15 drin. Ich habe wirklich das Gefühl, meine Haut ist auch versorgt den Tag über, aber nicht so, dass sie halt eben speckig wird. Das mag ich nämlich überhaupt nicht, wenn man noch zusätzlich Speck drauf macht. Ja, was kann ich euch bieten? Ich weiß nicht so richtig. Heute bin ich so ein bisschen aschig unterwegs. Ich denke, dass ich mit der Jeffree Star nochmal einen Look mache. Ja, gerade so diesen Bärenton und ein bisschen kühler gehalten. Vielleicht wieder ein bisschen in Petrol. Mal gucken. Ich weiß es nicht. Und heute benusche ich mal diese Foundation. Die trage ich mir jetzt ein bisschen auf. Heute deglatter ich, glaube ich, meine Pinsel. Heute ist mein Freund mal wieder arbeiten. Also noch nicht, aber gleich sozusagen. Ich fahre ihn heute. Wie gesagt, da ist minimal noch was drinne. Für ein, zwei Anwendungen, denke ich. So sieht die Foundation aus. Ist relativ flüssig. Ich habe gesehen, die haben eine tolle Lidschattenpalette, die ich gerne ausprobieren würde. Von 183 Tagen. Aber dieses Ausprobieren und dann wieder doch loswerden, das nervt mich schon ein bisschen. Vor allen Dingen sind die gar nicht so günstig für die Drogerie. Also sie sind schon im mittleren Preis. Also für 6, 7 Euro ist das schon okay. Diese ist ja immer noch mein Favorit schlechthin. Also ich finde, das ist eine super Alltagspalette, wenn man auch reifere Haut hat oder. Bei mir ist hier alles eingesaut. Ja, genau. Ich mach mal meinen Schwamm sauber und fachtig und dann fangen wir weiter an. So halb gereinigt, halb nicht gereinigt. Macht nichts, wird ja eh jetzt dreckig. Ich meine, trotzdem mit Seife, es funktioniert halt am besten, wenn man so Schmiergeschichten hat. Also so fettige Sachen mit Kernseife. Ich habe jetzt meine Kernseife nicht rausholen wollen. Extra. Das mache ich tagsüber auch nicht. Also wir richten uns für den Tag. Ja, die Nummer 30 ist relativ dunkel, muss ich sagen. Also von Essence bin ich irgendwie davon ausgegangen. Und ja, Nummer 30 würde ich jetzt nicht so anbieten. Ich würde eher schon die Nummer 20 wieder nehmen, wenn ich überhaupt jemals diese Foundation nochmal nachkaufe. Ich finde, denn diese Foundation ist ein bisschen stinkig. Also die riecht extrem nach Blüten und die riecht extrem. Und ich finde, ja, die dunkelt auch etwas nach. Also es halt passt zu mir, ja. So, als Concealer benutze ich den hier, die Nummer 20 von Essence. Habe ich überhaupt einen Primer aufgetragen? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube nicht, ne? Ich bin mir da echt nicht mehr so sicher, was ich da mache und was nicht. Ich schmeiß mal die Sachen rein, um zu gucken, ob ich das auch aufschreibe. Denn es ist echt ein Act, das Ganze da abzutippen. Und ich bin überhaupt gar keine Schreibtante. Ich würde das wahrscheinlich abfotografieren, einfach hinten dran ans Video hängen. Dann kann jeder selber schauen. Und ich meine, ich erwähne die Sachen und ich zeige sie ja auch in der Kamera. Aber ich wollte ja meine Infobox eigentlich pflegen. Ja, dann tragen wir uns halt ein bisschen weniger auf. Ja, die mache ich auch wieder rein. Ich benutze MAC Puder. Möchte ich einfach.
Ich finde halt, dieses Puder legt sich so auf die Haut, also da, wo man gerade Foundation aufgetragen hat. Und das sieht halt einfach nach nichts aus. Also es arbeitet sich irgendwie nur oben drüber. Also andere auch, aber durch diesen Farbton noch wirkt das ein bisschen elendig. Nicht, ob ich auch mit der Pomade noch arbeite. Also wir schauen jetzt einfach mal, wo es uns hinführt. Ich mache mal jetzt einfach meine Augenbrauen mit den zwei Sachen. Zum einen ist es Catrice Eyebrow Stylist, ja, in der Farbe 040. Ich glaube, es ist die 040. Ja. Und dann den Brow Idol. Und dann komme ich wieder zu Omi. Also, ich habe meine Augenbrauen gemacht, mein Auge geprimed. Terra Naturi Blush aufgetragen und jetzt tue ich mal ein bisschen mit einem hellen Lidschatten setten. Und zwar schreibe ich den da nicht in die Infobox, weil den gibt es eh nicht. Einfach einen cremefarbenen Lidschatten. Einfach mal diese Lidschattenbasis einmal setten und einmal die Lider ausgleichen mit einem fluffigen Pinsel. Der ist jetzt von Morphe. Ich habe einige Morphe-Pinsel mittlerweile. Und hab noch was bestellt und möchte noch mal einen auf jeden Fall von Morphe. Da habe ich gesehen, es gibt auch noch einen anderen, den der auch für mich interessant ist. Den habe ich aber noch nicht bestellt. Genau, den schreibe ich nicht rein. Der bleibt draußen. Und jetzt fangen wir an mit der Morphe-Palette. Ich habe gesehen, ich habe mir gar keinen Highlighter rausgesucht. Das werde ich jetzt noch mal machen. Und zwar habe ich mir gedacht, ich benutze den hier. Den Glow Setting Powder von Glow. Sieht er aus? Den gibt es auch nicht. Aber es ist halt dann so, ne? Der ist sehr pudrig. Ich meine, wir müssen ja nicht immer dieselben Sachen benutzen. Vielleicht hat aber jemand eben diese Sachen da. Von daher fangen wir jetzt mal an. Tolle Farben. Ich gehe in das Beige, das hier, und trage mir das erstmal großzügig auf. Und das hat wirklich gute Qualität, was die Lidschatten angeht. Ich möchte ja gerne so eine Wunschliste machen, was ich mir gerne alles noch angucken möchte. Also ich benutze jetzt gerade den hier. Ich finde ja immer, wenn Lidschatten über Lidschatten ist, sieht es oftmals so trocken einfach auf den Lidern aus. Ich muss mal wieder Augenpflege regelmäßig benutzen, das vergesse ich nämlich irgendwie. Dann gehe ich mit so einem Pencilbrush einfach in diesen braunen Ton hier und trage ihn mir in der Lidfalte auf. Und im Außenwinkel. So ein bisschen, ja, Schatten setzen. Ich habe nicht so einen richtigen Plan, was ich denn machen möchte, um ehrlich zu sein. Ich benutze jetzt mal diesen Pflaumenton und trage ihn mir mal in der Lidfalte noch mal oben drüber auf.
Ich habe einen sauberen Pinsel am Start. So sieht er aus. Und gehe in das Kupferbraun und setze es wirklich nur hier hinten an. Man sieht, es ist. Mein Pinsel ist nicht feucht und das ist Pigment. Wir können es auch gleich mal feucht machen, um zu gucken, was für eine Pigmentierung da noch zu holen ist. Das setze ich mir auf den letzten Drittel, also auf den zwei Drittel des Auges. Vorne im Innenwinkel muss was Helles bei mir, sonst sehe ich so müde und geschlaucht aus. Also es gefällt mir einfach besser. Einfach einen fluffigen Pinsel, um das Fallout wegzuwischen. Das funktioniert super. Diese Pigmente haften nicht so auf diese. Ja, es hängt sich nicht so fest. Dann gehe ich nochmal in das Produkt rein und sprühe das mit dem Fixierungszeug da mal an. In der Arztklinik. Das sieht toll aus, gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt gehe ich in das peachige Pigment hier rein. Gebe das auf meinen Pinsel. Sprühe das an. Gehe nochmal da rein. Es flattert hier überall in der Gegend rum. Sagt mir wirklich so viel, es geht auf und setze mir das vorne hin. Es wird irgendwie so ein bisschen goldig. Ich sprühe es nochmal. Pigmente und diese Tütchen ist gar nichts. Aber man sieht, es wird richtig schön gold und gefällt mir sehr, sehr gut. Gar nicht so peachig auf den Augen, finde ich, wie es im Tütchen aussieht. Okay. Sieht ein bisschen peachiger aus. Vielleicht macht es aber auch die Mischung. Okay. Im Innenwinkel möchte ich aber auch noch das Pigment auch. Dann benutze ich jetzt mal diesen Pinsel. Ich möchte gerade herausfinden, wofür ich welchen Pinsel nutze und welche ich loswerden möchte. Treibe ich mir auch ein bisschen auf. Vielleicht ist aber auch nicht das richtige Fixierspray, was eher matt. Keine Ahnung. Mit einem fluffigen Pinsel gehe ich mal so über alles drüber. Und dann nutze ich den Urban Decay. Und highlighte unten am Wimpernkranz noch. Also hier so. Gibt nochmal so schöne Reflexe. Aber nicht komplett, sondern nur bis zur zwei Drittel des Auges. So. Lidstrich-Wimperntusche, dann kommt ihr mal wieder. Ja, so richtig weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll mit dieser Wimperntusche, aber gut. Immerhin hat sie irgendwas gemacht und ist so ein bisschen zu verklebt, finde ich, auf der Seite, aber ja. Auch die packe ich mal ins Körbchen, um das euch in der Infobox zu schreiben.
Ich weiß nicht, ob ich das immer machen werde. Keine Ahnung. Mal gucken. Ich bin wahrscheinlich so verplant, dass ich es wahrscheinlich nicht blicke. Ja. Ich trage mir mein Fit Me loses Puder auf jeden Fall noch auf meine Stirn auf. Und das, ja. Also nur auf die Stirn. Also nur da, wo ich wirklich schnell nachglänze. Und so ein bisschen über die Augenbrauen. Vom Stift bleibt ja immer so ein leichter Glanz. Und wenn man so ein bisschen aufträgt, geht's eigentlich. Hier unten, also gerade meine T-Zone, dieses Puder hält ewig matt. Wirklich, über 10 Stunden war ich ausgelutscht und ausgetrocknet an meinem Gesicht. Ja, okay. So, meine Lieben, dann kommen wir doch zu den Lippen, dann sind wir durch. Fixierungsspray habe ich das von Make Up Revolution drauf gemacht, noch bevor ich die Wimpern getuscht habe. Und als Lippenstift, ich habe hier was Kleines zusammen gemacht, damit wir einfach nur herausfinden, was ich mag und was nicht. Und was ich mag, kommt ins Pinke und was ich nicht mag, ins Weiße. Körbchen. Die schlechten ins Töpfchen, die, nee, ins Kröpfchen, die guten ins Töpfchen. Und so werden wir das auch handhaben mit meinen Lippenkombinationen. Ich kann euch nicht genau sagen, wie ich den Lipgloss finde. Ich finde die Farbe toll. Ich habe gemerkt, ich kriege so einen hässlichen Tollwutsrand. Aber die Farbe ist echt schön. Die Farbnummer 190 von Love. Wunderschön. Und mein Look wäre fertig. Ich guck mal, wie er sich den Tag über macht. Und schreibe euch das einfach dazu. Heute schneide ich das Video nicht. Aber morgen vielleicht. Von daher, wir werden schauen. Ich mache ihn jetzt erstmal in den Korb rein. So. Ich hoffe, das hat euch gefallen, ein Get Ready With Me. Ich finde, der Look kann sich sehen lassen, schön herbstig angehaucht. Man kann natürlich rote Lippen machen. Ich freue mich wahnsinnig auf mein Schminkkörbchen. Heute ist der erste Tag meines Schminkkörbchens. Heute ist der 6.5. Und ich freue mich wahnsinnig auf dieses knallige Rot. Ich glaube, ich lackiere meine Nägel mit dem hier. Das wäre so die perfekte Farbe. Ich bin gespannt. So. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.